stehen hier diese ganzen Hunde hinter sich. Wie finden Sie das? Ja, ich bin erstaunt. Also wir haben das Freibad letztes Jahr im Mai wieder eröffnet nach einer umfangreichen Renovierung. Und jetzt erstmalig dieses Angebot. Ich war selber ein wenig skeptisch, auch vor dem Hintergrund, wie das aussieht. Aber wenn ich das jetzt sehe, ich bin gerade hier reingekommen, ich bin hellauf begeistert, wie dieses angenommen wird. Und warum gerade in dieser Zeit, wo es sonst schon etwas kühler ist und nur noch einige Badegäste hier vor Ort dieses wahrnehmen. Es ist eine schöne Einnahmequelle zum Saisonabschluss, muss ich sagen. Also ich bin begeistert. Also was ich jetzt hier gesehen habe, gehen mir die Augen auf. Also ich finde es ganz toll, auch wie es angenommen wird von den Leuten. Ich habe gerade gesehen, die rutschen hier runter, alles. Also richtig toll. Ich bin begeistert. Haben Sie selber einen Hund oder... Ich selber habe keinen Hund. Ich bin ja als Kind mal von einem Hund angefallen worden. Deswegen bin ich immer etwas skeptisch. Die laufen ja alle frei rum, aber es ist ja keine Gefahr, muss ich sagen. Auch die großen Hunde. Also ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber Hunden, weil ich als Kind mal angefallen worden bin. Und muss man mir nachsehen. Okay, ich sag mal danke fürs Interview. Schönen Dank, gern geschehen. Ich habe Fische. Aquarium. War ich schon mal hier, aber mit dem Hund bin ich das erste Mal hier. Und wie gefällt Ihnen das hier so? Ja, ich bin angenehm überrascht. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ich dachte, wir sind die Einzigen, zumal das Wetter auch nicht mehr ganz so toll ist. Aber die Saison klingt ja aus und ich bin da eine tolle Einrichtung. Zumal mein Hund und ich, wir sind nicht gerade die Wasserratten, eigentlich mehr die Warmduscher. Aber ich will gleich trotzdem mal reingehen, damit der Hund auch weiß, auch Herrchen ist mutig. Ja, dann gutes Ding. Ja, danke schön. Dann wollen wir mal probieren. Ne? Charlie! Oh!